Hallo, ich bin meine Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu LS15, Sieht Hermann, immer noch mit Pixel und Tino. Guten Tag. Lass Muchachas. So. Du wolltest was einleiten, haben wir gehört. Also am Ende der letzten Folge wolltest du deine gigantische Einleitung beginnen. Aha. Ah, ja. Ging um Körper. Es ging um den Körper, ja, aber lass mich erstmal noch jetzt geht auf der Stelle hier wenden. Dein Körper ist etwas aus der Form geraten. So. Die Frage können wir dir schon mal beantworten. Nö, nö, da passt sich genau, da passt sich genau der Umgebung an. Nee, Kopf einziehen, Arme und Beine, kannst als Fußball arbeiten. Spaß. Weiter? Erzähl. Entschuldigung. Warum habe ich Witz? Nicht erst aufgetankt? Ich bin so blöd. Ja. Spaß, Entschuldigung. Ja, nee, na, allgemein, weil wir das ja gerade mit dem Fieber hatten. Sonst ist da mal die normale Körpertemperatur von den Menschen waren ja 37 Grad, ne? Nein. Ja, im Schnitt. Ja. Gut, im Schnitt. 36, 8, 7, irgendwas. Genau, keine Ahnung. Ja, genau. So, und jetzt beispielsweise ein Kleiner hat jetzt 39, also sprich 3 Grad mehr. Ja. Da stellt sich jetzt so allgemein die Frage, warum reagiert der Körper dann so aggressiv auf 3 Grad plus mehr? Weil der Körper, ich will es mal so sagen, bei 42 Grad Fieber bist du wahrscheinlich schon fast tot. Da bist du tot. Und ich kann dir auch erklären, woran das liegt. Das würde mich gerade interessieren. 42 Grad ist, es geht noch. Aber also alles darüber hin, was heißt, es geht noch? Manche sind dann schon tot. Das hat damit zu tun. In deinem Körper befinden sich ja verschiedene Eiweiße. Ja. Und dieses eine Eiweiß, das reagiert, um genau zu sein, das koaguliert bei 41, irgendwas oder 42,2, 3, sowas in dem Dreh. Das bedeutet, im Grunde kochst du. Du kochst dich selbst. Das ist, wenn du zum Beispiel rohes Fleisch in die Pfanne klopfst, ja? Mhm. Dann wird das doch, dann siehst du, wie das von diesem Rosa dann zu diesem Weiß oder Braun, also wenn es jetzt zum Beispiel Hähnchen ist, ja? Genau. Und das passiert in deinem Körper im Grunde. Also das Eiweiß, was dein Körper benötigt, das stockt. Und das ist halt nicht so besonders gut für den Kreislauf, wenn du dir das vorstellen kannst. Muss ich mal anders. Ja. Ja? Was? Das ist der Hintergrund. Es gibt aber zum Beispiel Leute, Menschen, die haben eine grundsätzlich erhöhte Körpertemperatur. Also die laufen durchs Leben mit 37,3 als Grundtemperatur oder die haben eine zu niedrige Körpertemperatur, das gibt's auch, Leute mit 35, die durch die Gegend laufen und beide, die mit leicht erhöhter Körpertemperatur und die mit zu niedriger Körpertemperatur, haben einen ganz interessanten Fakt. Also die mit zu niedriger noch mehr als die mit zu hoher. Die fangen sich fast nie eine Erkältung ein. Weil die Erreger oder zum Beispiel auch sowas wie Salmonellen oder so, ja, die können sich in diesem Milieu nicht schnell genug vermehren und die körpereigene Abwehr ist dann am Start und hält den ganzen Kram auf. Also, im Grunde wär's ein evolutionärer Vorteil, wenn die Körpertemperatur etwas niedriger läge, als sie es tut. Das hat aber den Hintergrund, dass sie es nicht tut, dass wir dann natürlich auch schneller erfrieren würden, ne? Wenn es mal längere Zeit kälter ist. Das haben wir als moderne Menschen natürlich nicht mehr so stark, das Problem. Aber, naja. Unsere Vorfahren, bei denen war das teilweise schon sehr kritisch. Naja, die mussten ja erstmal den Bär erlegen, um das was zum Anziehen. Genau. So sieht's aus. Das war ein Job für mich gewesen früher, ey. Bären erlegen? Ja. Du hättest wahrscheinlich nur die Erdbeeren und Brombeeren erlegt. Der war gut. Schnauze, Junge. Schnauze. Ja. Klar. Ja, da muss man mal ein Pixel hoch. Ja, ab und zu habe ich auch. Bitte tut's nicht. Ihr wisst, was es endet.
So, ich werde wahrscheinlich noch mal Geld ausgeben müssen. Für was? Wir haben keinen Anhänger, mit dem wir Paletten transportieren können, oder sehe ich das falsch? Nö. Gut. Weil haben wir bis dato nicht gebraucht. Genau. Brauchen wir aber jetzt, weil Eierlegestation produziert, Obst, Plantagen produzieren gleich beide. Das ist super. Aber Obst ist total easy, also Kompost, Erde rein und Wasser ist was. Mhm. Mal gucken, was es bringt. Also ja, das ist genau. Obst. Also. Ja, zwei Sorten gibt's ja. Geld meine ich. So. Na gut, das können wir uns ja schon nachlesen. Ist das aufgeführt im Shop, ja, ne? Ne, Siggi. Guck mal, was wir dafür kriegen. Mal. Kirsche und Pflaume. Kirsche und Pflaume? Kirsche und Pflaume. Hm. Ne, steht zwar in der Auflistung drin, also wie viele Liter und alles, aber kein Preis. Wie kein Preis? Kein Preis. Es steht zwar in der Fruchtart drin und das Lager wird auch angezeigt, aber es steht kein Preis drin. Na, wo können wir es denn dann verkaufen? Das steht halt nicht mehr drin. Das ist alles leer, die Spalte. Aber... Also du hast jetzt gerade ausgedrückt, dass die Pflaume eine leere Spalte hat, ja? Ja. Hm. Wenn du natürlich darauf wieder beziehst, Glückwunsch, aber auf rein biologischer Basis. Ja, aber Kirsche und Pflaumen ist jetzt das Problem, wo soll man das dann verkaufen? Ja gut, wo macht es am meisten Sinn, würde ich mal sagen. Landhandel vielleicht. Hm. Das wird auf Paletten. Oder Edeka. Genau, lass es erstmal auf Paletten produzieren, dann gucken wir mal weiter. Ja. Weil wenn es denn wirklich auf Paletten ist, dann müssen wir gucken. Also, beim Schuhtrotter hat man das normal eingeladen. Ach so. Ja. Hast du ein schlaues Buch noch? Das ist nicht für Südhemmern. Ach nee, das ist noch für. Ruf Bergmann. Mein Gott, die Grillen, die Nerven. Der hätte ich doch schon können, wa? Nyeet. Shit. Schluck auf. Ja. Ich habe jetzt gerade eine Apfel und eine Mandarine gegessen. Das war sehr lecker. Das ist sehr gut. Ja. Wie man im Englischen so schön sagt, an apple a day keeps the doctor away. Mhm. Das heißt was, Randy? Wenn der das Pixel das nochmal sagen würde. An apple a day keeps the doctor away. Genau. Mhm. Ein Apple am Tag. Wenn Sport ein Apple am Tag bist, brauchst du zum Arzt, Mann. Gute Weisheit. Yep. Ja, wegen der Vitamine. Ja. Ja, und wegen, man hat hier inzwischen rausgefunden, so, warte, dass ein Apfel warte. Sogar... Vitamine, wie erklären wir das jetzt, Renny, am besten? Das ist das, was dein Körper eigentlich bräuchte, aber du ihm nicht zuführst. Gibt's da irgendwo eine Anzeige? Für die Vitamine im Körper? Nee. Indirekt schon, ja. Ach so, ja, deine blasse Hautfarbe. Das ist ein Schwachsinn. Nein! So, warte mal. Was ist ein Schwachsinn? Was Pickler gerade gesagt hat. Der blassen Hautfarbe? Ja. Warum? Ja, weil das Blödsinn ist. Weil ich nun mal einen Hauttyp A habe und Hauttyp A ist halt nun mal so. Ja, das ist ja. Das also, wenn, also auch, selbst wenn ich jetzt. Der blassere Typ. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wäre halt der Braun. Das liegt nicht daran, dass ich keine Vitamine zu mir nehme. Dass ich in der Sonne verbrenne. Hm.
Es ging ja auch nur um deinen ungesunden Lebensstil, einfach generell. Du hast es gerade auf der Haut bezogen, dann ist es in dem Falle falsch, Maestro. Ja, es ändert doch aber überhaupt nichts daran. Und ich glaube nicht mal, dass man auch eine gesündere Hautfarbe hat, wenn man, ja, oder dass die Hautfarbe sich verändert. Das ist ja richtig sogar. Wenn die gewisse Körperstoffe finden. Die Hautfarbe, du kannst zum Beispiel auch eine gelbe Hautfarbe annehmen, wenn deine Leber nicht mehr richtig arbeitet. Ja, gut, Gelbsucht ist das ja meines Erachtens noch. Ja, aber das ist ja, es geht ja auch auf die Hautfarbe und. Naja, ist auch gut. Genau, ist egal. So. Theoretisch sollten die jetzt hier produzieren. Mal alles im Weg stehen, oder? Sollten die jetzt hier produzieren. Oh, Randy, ja. Isst du eigentlich gerne Tomatensauce? Wenn sie zu irgendwas dazu ist, ha? Naja, sicher, darum geht's doch. Da hast du sogar einen dicken Vorteil, denn verarbeitete Tomaten oder auch Ketchup enthalten mehr von diesen sekundären Pflanzenstoffen als frische Tomaten, die du ja nie isst. Also in dem Fall machst du sogar was richtig. Ja, aber er isst ja Tomate nur. Ja. Du meinst jetzt Tomatensoße. Tomatensoße oder Ketchup? Aber ist es dann nicht schon wieder falsch eigentlich, weil Tomatensoße wird ja gekocht? Ja, aber in dem Fall nicht. Diese sekundären Pflanzenstoffe, die da drin sind, die erhöhen sich dadurch sogar. Also die werden aufgespalten und der Körper kann die besser verwerten. Das ist aber die einzige Frucht, bei der mir das einfällt. wo das so sein könnte. Bei den restlichen ist Kochen oder Verarbeiten eher kontraproduktiv. Also. Ja. So, warte mal. Ich brauche jetzt einen Laden. Ich bin überrascht, dass Randy mir jetzt nicht ins Wort gefallen ist und gesagt hat, eine Tomate ist keine Frucht, sondern Gemüse. Aber. Du bist doch, du beharrst auf deinen Punkten, ich beharre auf meinen Punkten und am Ende sind wir immer noch da, wo wir angefangen haben. Ja, aber ich hätte recht und du hättest Unrecht. Ja, dann kann man trotzdem wieder zu Punkt 1 zurück und dann ändert sich daran auch nichts mehr. Das ist ja der Punkt. Ja. Anti. So. Nee, nichts Anti. Doch. Pro. Eine gewisse. Nee, du hast. Du bist in einer gewissen Anti-Haltung. Ich bin aber in einer gewissen Pro-Haltung. Ja, du bist Pro für das eine und Anti für das andere. Das ist ja. Hast du ja früher auch mal geraucht, oder nicht? Ja. So. Ich habe auch früher genauso gelebt wie du. Richtig, und jetzt machst du es nicht mehr. Und da bist du jetzt natürlich der Verfechter dafür und Ja. So, das ist auf der einen Seite zwar irgendwo von mir aus normal, aber Was? Aber meinst du nicht, es hat einen Grund, warum er nicht mehr so? Natürlich hat das einen Grund. Und das und die Entscheidung, dass er jetzt so ist oder das so macht, wie es ist, ist ja auch richtig. Weil wenn wir uns beide jetzt mal zum Vergleich stellen, ja, bin ich ja im Endeffekt noch dünn. Keine Ahnung, wie ich das aus... leichter, ja. Ja, das hast recht, ja. Um eine Gramm leichter. Deswegen ist das ja, ich sage ja wohl nichts dagegen, ist ja auch richtig so, was er macht. Das ohne Frage. Ohne Frage. Es geht ja aber auch nicht nur ums Abnehmen, es geht einfach ums generell gesündere Essen. Also, ja. Du könntest, da habe ich ja auch gar nichts dagegen. Ich sage ja immer jedem das Seine. Und ich finde es ja, wie gesagt, ich sage ja auch nicht, wie gesagt, ich sage ja jetzt nicht nur, weil du jetzt hier vegetarisch isst und das und jenes, das ist scheiße, du nervst, geh mir nicht auf den Sack. Ist es ja auch nicht. Ist ja vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, jedem das Seine. Ich glaube trotzdem, dass es in Willi, dass dieser kleine Fortschrittsbalken bei Randy sich so millimeterweise füllt. Irgendwann steht er dann so vorm Regal und denkt sich so,
Ach komm, heute nimmst du mal ein bisschen Obst mit, probierst einfach mal, schmeckt schon ganz gut. Das glaube ich. Boah, kalt. Ja, genauso wie dieses Energy. Da hast du ja jetzt... Im Übrigen, momentan Energy auf appster.de um 25% reduziert. Link in der Beschreibung. Ja, aber da hast du ja jetzt quasi... Ja, fahr oder was machst denn du hier? Ich hab die Karre abgestellt. So, warte mal, den müssen wir erstmal tanken jetzt, das nützt alles nichts. Also die Story zu den Energy, was du da mal gesehen hast und so, die kennen wir ja mittlerweile, ja. Aber... Ich meine, Energy schmeckt gut, also das müssen wir schon dazu sagen. Ich meine, das ist halt so ein süßes Gummi, so ein süßer Gummibärensaft, der halt, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da viele empfänglich dafür sind, wenn man es halt regelmäßig trinkt, das schmeckt halt gut und so weiter, man bildet sich halt ein, dass es einen aufputscht oder whatever. Und so ein Kram eben. Aber ja, das ist wirklich mit das Grausamste, was du dir antun kannst, eigentlich so Energy. Das ist echt. Ich hab da mal echt so einen krassen Bericht drüber gesehen, seitdem bin ich geheilt. Ich habe früher gerne mal einen Red Bull getrunken, ohne Mist. Also auch ab und zu mal, vielleicht mal zwei in der Woche oder so, oder mal eins in der Woche oder so. Das aber, kannst du auch weiterhin machen. Das ist ja nicht. Also das ist. Ja, aber ich habe das halt mal so gesehen und wo ich dann gesehen habe, was das für Auswirkungen hatte, gerade. Wir hatten ja diesen Test gemacht mit Alkohol. Ja. Ne, wie es dir eigentlich den nächsten Tag geht. Und da hat er den einen Abend nur Bier gesoffen und dann nächsten Tag aufgestanden und alles und den anderen Tag nur Wodka E. So, und dann haben die immer die Herzfrequenz, die Herztöne und so weiter, Atmung und alles, haben die ja komplett überwacht in der ganzen Nacht. Ja. Und er hatte tatsächlich in der Nacht mit Wodka E, hatte der 18 Mal Herzrasen. Ja. In der Nacht, also wo, während der geschlafen hat. Ne? Und der hat sich früher gefühlt, wie als wenn, keine Ahnung, eine Rugby-Mannschaft ihn die komplette Nacht in der Umkleide durchgevögelt hat, so ungefähr. Ja. Betreiben wir uns immer mithalten, nicht, das ist richtig. Aber wir sind am Ende, deswegen danke ich fürs Zuschauen. Ach so, ja. Siehst du, Mann, überleider. Ja, Däumchen Dallat nicht vergessen, bei den anderen beiden vorbeischauen, logischerweise, ne? Und da lacht er, in dem Sinne, bis morgen. Tschüss. Tschüss. Ciao.